Ist die Influencerin Anne Wünsche etwa depressiv? Eigentlich lacht sie ziemlich viel und gerne. Sie erzählt, was sie kocht und was sie vorhat. Sie zeigt, was sie einkauft und viele andere Dinge. Sie nimmt ihre Fans mit in ihr glückliches Leben. Doch hinter der Fassade steckt wohl eine Frau, die sehr oft verletzt wurde. Deswegen weint sie immer öfter. Denn momentan macht sie Urlaub und ist in Venedig. Alles müsste doch gut sein, aber ihr geht's nicht gut. Immer wieder bricht sie in Tränen aus. Einfach so, ohne Grund. Hier gibt es auch ein Statement von ihr. So, ich bin wieder da. Einmal kurz geheult, unter die Dusche gestellt. Ja, das ist genau das, was ich euch den einen Tag mal versucht habe zu erklären. Dass es bei mir irgendwie so Momente gibt, von jetzt auf gleich, unerklärlich. Und mir geht's scheiße. Und ich weiß nicht mal, warum. Ich weiß nicht, woher es kommt. Hier ist es so, so wunderschön. Und trotzdem kommt das so mit einmal. Und ich bin mega unzufrieden. Ja, das war jetzt einer so eine Momente. Jetzt geht's gerade wieder. Manchmal geht das auch echt den ganzen Tag. Manchmal geht das auch so 2 Tage. Ja. Ich habe aber einfach gelernt, damit umzugehen. Das bin ich. Das bin ich. Und ich nehme das dann so hin, wenn es mir so scheiße geht. Ich gebe mir die Zeit und ich weiß ja, dass es wieder vorbeigeht. Jetzt werde ich versuchen, meine Haare trocken zu kriegen. Werde mich ein bisschen fertig machen und gehen wir Abendbrot essen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen möchte. Ich hab's vergessen beim Reden. Ich bin so überwältigt, wie schön das hier ist und warum ich da so scheiß nappelig bin und so traurig bin, so ohne Grund. Mich nervt es. Ich will das gar nicht. Und nein, wir haben uns nicht gestritten, weil das ja viele oder einige vermutet haben. Nein, haben wir nicht. Ich bin tatsächlich so. Also das kommt bei mir von einmal und dann bin ich einfach scheiße drauf. Würde ich gerade zeigen, aber jetzt ist es weg. Hier fahren schon solche kleinen Boote vorbei. Was denkt ihr? Was ist mit Anne Wünsche los? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zusehen.